Hört meinen Plan, hört, welche Rollen die Schlangen dabei spielen werden. Endlich, wir schlagen es doch noch auf das Natterngezücht ein. Feste der Vielarmigen, so palang zu erreichen, denn der Fluss ist südwärts unpassierbar. Kein, unmöglich! Wenn man attacken geht, ab 10, Bekanntschaft in den Fluss kommen. Den Fluss. Zu einem leichten Teil. Leicht? Wenn das leicht war, was verstehen wir denn das nur schwer? Es ist ein Wasser, der ein Boot im Nu zum Allen. Oh, Moment, das ist der König. Dumme Strudel, die den Schiffer in den nassen Abgrund zerren. Und verhitzte brunnende Fluten, die euch mit kochenden Fontänen übergießen kann. Es bleibt der Landweg, doch zwischen Tümmel und dem Vielarmigen liegt das Land der Schlangen. Und deshalb werden wir sie zerschmettern. Nein, wir schmieren einen Bund mit ihnen. Ein Hosenbund. Ein Bund mit unseren Erzfeinden. Wir haben meinen Bruder getötet, deinen Sohn. Dieses Hass hat schon so viele Tode gekostet. Es ist Zeit, ihn zu begraben. Das weißt du nicht im Ernst. Wage es nicht, diesen Turm mir gegen die Hand zu schlagen, junger Prinz. Und ich lasse mir gar nichts mehr sagen, Schlangenfreund. Oh, Nixos, es ist schwer für ihn, in neuen Bahnen zu denken. Sache riecht nach Ärger. Ärger? Nixos mag ein Hinkskopf sein, aber bleibt meine Wünschen gebunden. Mir scheint, ein Bund mit den Schlangen einzugehen, ist angesichts der Vergangenheit etwas kitzlig. Es ist schwierig, in der Tat. Vor allem der erste Schritt wird wohl überlegt sein. Ich soll das Parlamentar ausschicken. Für jeden meiner Lurche war das Reise in den Tod. Schlange griffen und erschlügen den Boden, noch eher mein Angebot fordern könnte. Worauf das jetzt wohl hinausläuft. Meine Güte, ja, der Tier fällt uns gleich auf die Füße. Schwer, wie es im Raum hängt. Wir gehen. Das wäre ein reizvoller Vorschlag. Ich würde die Schlangen vermutlich auch anhören, vor euch. Wie bitte? Dann wäre das abgemacht. Es liegt ohnehin in eurem Interesse. Hier, nehmt das mit euch. Ich glaube, im letzten Mal habe ich nicht irgendwie tief oder so gesprochen, keine Ahnung. Überbringt dieses Schreiben den Schlangen. Hey, ist eine Urkunde. Wo belieben sie die Schlangen denn überhaupt aufzuhalten? Geh einfach nach Osten, Richtung Fluss. Dann werdet ihr im Süden einen Pass entdecken. Er führt zwischen zwei Bergen direkt in den großen Urwald. Ihr müsst euch queren. Verlauft euch nicht. Weil ihr den Wald verlassen habt, werdet dem Schlangenbau gegenüberstehen. Klingt einfach! Dann wünsche ich euch eine gute Reise und scheide nicht! Denkt viel von euch ab! Kinderspiel, kann ich jetzt da rein? Kann ich da überhaupt irgendwann mal rein? Ich schau mal kurz nach, bevor ich es dann irgendwie übersehe und nicht mitnehme. So, wenn ich es richtig gesehen habe, dann komme ich da nie rein. Toll. Geheilt bin ich, ja. So, was sagt Shamani? Ich bin Pelsen. Ja. Da ist eine Perle! Gib dem Schaman die, eine der Froschpillen des Orakels. Perle des Sees, wahrhaftig. Nach all diesen Jahren ist mir endlich geglückt. Siehst du, Opa? Angeschwätzt, einstellen! Warte, ausstehende Lohn ein! Was hatten wir noch einmal abgemacht? Komm, alle Tränke, die wir wünschen. Ja, das ist mein übles Angebot für die Perle. Aber wir konnten schon ahnen, dass sie wirklich... Will sie hier denn rausfinden, Karl? Oh nein, ein Missverständnis. Auf gesetzten Heiterkeit brauchen sie meinen Schatz gar nicht erst zu kommen. Er lacht nie. Genau! Oje. Also gut, es soll so viele Tränke kommen, wie ihr wünscht. Gebt acht. Die Araune. Das Wuselkraut. Der Lotus. Ich muss auch manchmal auf den Lotus. Der immer wieder unterschätzte Grashalm. Ja. Der Dampfstängel. Schließlich die Moorrübe. Was kommt? Treibt ihr da eigentlich? Ich gebe euch eure Tränke, wie ich versprochen. Hä? Wie mein? Ja, bei einem Sprichwort. Wenn du einen Verhungerten helfen willst, dann gib ihm keinen Fisch zu essen, sondern zeige ihm, wie man angelt. Wollt ihr viel Tränke, wie ihr begehrt? Gut. Zeig euch, wir haben Braut. Hier sind die Zutaten. Jeder von ihnen ist im großen Urwald im Süden zu finden. Was ihr wissen wollt, wo und wie man am besten finden kann, fragt mich einfach. Weiß ich, was ein Geist zusammen entspricht. Das ist unser kleiner Vertrag, Wort für Wort. Am Kesselwarmen Haus könnt ihr brauen. Da findet ihr auch die Rezepte. So, ich bin an dem ganzen Zeug einfach vorbeigelaufen, glaube ich. Hier habt ihr noch ein Startkapital. Nutzt es weise. 7 Liter Flaschen, 7 Schnäpsel.
Lässt sie an den Tod verhießen. Findet ihr Raune. Sie sind vorsichtig aus dem Boden. Sie sind Wutkraut. Dieses Heidelkraut wächst an hohen Bäumen. Wenn ihr Glück habt, treibt ihr hin und wieder ein Lotus ans Ufer. Dann fischt ihn raus. Ich hätte ihm vielleicht die Perle erst geben sollen. Das haben wir für die praktisch überall. Aber nur die besonders dicken Fleischhalme sind nützlich. Dann weiß, dass du Stängel einfach an Stämmen wächst, ist ja gelegentlich leicht zu finden. Eigentlich nicht gelegentlich. Wurde wird immer wieder unterschätzt. Halt also sonst auf Pflicht und nach Ausschau. Ja. Theoretische Frage, komme ich da ran? Nein. Dann hätte ich vielleicht erst die Perle abgeben sollen? Kann man Perlets überhaupt zuerst hier abgeben? Keine Ahnung. Fragen über Fragen. Gab's da überhaupt Zeug? Bin ich da jetzt einfach dran vorbeigelaufen? Wahrscheinlich. Hey, was sind da wieder Gegner? Oder irgendwas anderes, das ich mitnehmen kann? Ich jammer. Das ist immer noch dasselbe. Ich dachte, wo der weiß, dass sie inzwischen auf der Venus sind. Ah, da müsste man nochmal nacharbeiten, ne? Ganz klar. Sag ich doch. gibt's hier noch irgendwas jetzt wieder, oder? Nein. Ich glaube, hier gibt's gar nichts mehr. Und ja. Kann ich den vielleicht töten? Nein, immer noch nicht. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr Neues. Was bist du denn? Du bist keine Karotte. Ich laufe jetzt nicht noch mal ganz zurück. Um der Zeit weiterzugehen. Damit wir immer weiterkommen. Ich schwöre seit 120 Stunden hier rum und mach nichts. Dann habe ich das Gefühl, im Kreis zu laufen. Dann laufe ich einfach rückwärts. Und so schaut, ob es stimmt. Fragt es gar nicht nach dem Sinn. Kann ich noch mal mit dem Floß fahren? Nein, das ist weg. Ich will doch nochmal zum Orakel fahren, das war so lustig. So, gut. Also aber in den Urwald. Unübersichtliche Gegend! Geben Sie acht, wenn ich meine Expedition eines Gelehrten haben, dann die Tücke des Urwalds. Ach, nur eines gelehrt haben, ja. So dann. Ach, arme Pietro. Ich dachte, du gehst deinen Baumstamm. Wovon reden wir, Professor da? Dringe einen feindlichen Lebensraum ein, rechne mit allgegenwärtiger Gefahr. Unsauge Mückenschwärme, giftige Tümpel, verborgene Schlammlöcher, wilde unbekannte Bestien. Ach, mein Forscherherz gehält bei so einer Aufzählung gleich in Schwärmen. Kommen Sie, liebe Freunde, das Unbekannte lockt. Ach, unbekannt. Okay, da laufen wir schon mal nicht rein, habe ich festgestellt. Komisch, war ich ein bisschen geblieben sein. Es finde, darf's behalten. Ich hab einen Wassereimer. Fürchtet mich. Denn ich kann euch waschen. Ja. Da kommt ja immer noch der Text. Oh. Ja. Wurm. Ich fürchte mich so. Ich kann's gar nicht in Worte fassen. Was könnte gegen Wurm? Ach komm. Wir hauen einfach mal alles raus, was wir so da haben. Was sagt denn der Kennerblick? Ja, natürlich, was klar, dass sie gegen Kälte stark sind. Überraschung, Klingenwaffen. Na, wenigstens sind sie geschockt. Ach, greifen wir einfach mal in alle an, würde ich sagen. Und wegen Flammensturm. Schauen wir mal, was das so für Eindrücke macht. Ich habe eine Kettensäge ja, genau. Okay, er macht Stampfen. Wie läuft normal an? Kein Stahl! In das Gewimm! Ach, Gift, toll. Natürlich auch noch auf alle, warum nicht? Ich könnte natürlich jetzt auch Überraschungen und so, aber... Es lohnt sich nur bedingt. Also es lohnt sich ja alles irgendwie nur bedingt und gegen Gift ist jetzt da drüben. Das ist das Problem bei so kleinen Gegnern.
Weil zu schwach ist, um so normal zu töten, aber irgendwie auch zu stark, um Magie zu benutzen. Ach komm. Ich brauche eine größere Kanone. Pistole ist einfach nicht ausreichend. Das ist nur meine Kettensäge überhaupt so ineffizient gegen den Wurm. So, die Parole nehme ich mit. Und alle 5 Erfahrungspunkte. Yeah. Weil es eine Moorrübe und keine Karotte war. Oder so ähnlich. Komme ich wieder mal nicht rüber. Weißt du, du könntest noch einmal eine dieser Hexen schießen. Brauche nur Munition! Okay. Rauskommen! Weggetreten! Ja, das machen wir jetzt einfach nochmal. Zieht uns das Lebensenergie ab? Ich weiß gar nicht. Oh, fette Bienen oder so. Ja, Faustliegen. Ich hätte vielleicht mal heilen sollen. Ach, Ivo. Spucksekret ist konfus. Ja, toll. Konfus. Ich hasse konfus. Na gut, es ist nur heißen und er greift nur normal an. Luftsprungattacken, Wasser- und Rammangriffe. Rammangriffe, da haben wir doch was. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn halt das Kumpf? Stille und Schlaf. Ich versuch's einfach mal. Ja, diese Dinger berührt mich. Ja, kneif kräftig zu. Nein, funktioniert nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. So, ist geschockt, sehr schön. So funktioniert es doch. So. Ich brauche einfach nochmal Gruppenheilung, was soll ich. Wir haben's ja, ne? Wenn nicht, ich weiß, wo ich noch mehr herbekomme. Irgendwie leicht witzig, wie. Was wollte ich jetzt sagen? Leicht witzig, wie ich mitten im Satz vergesse, was ich sagen wollte. Oh, er bewindet den Schock. Schockt mich jetzt einmal richtig. Überhaupt nicht. Ihr greift normal an. Patsch, ja. Kämpfe sind spannend, nicht? Dann freut euch mal auf ein Amberstar-Let's Play. Da werden die Kämpfe noch viel spannender. Was? Wurde nicht mal geschockt? Ach, verdammt. Was ist meine Pistole überhaupt so ineffizient? Ich meine, es sind Fliegen. Sollten die nicht ein bisschen schwächer oder so sein? Ich weiß ja nicht. 80 HP bei O. 480 HP. Ich hab nicht mal so viel. Nicht mal annähernd. Das ist sinnvoll, das ist jetzt schon. Ja, richtig, ich hab einen Strahl. Nee, ist eine Kettensäge. Hey, Munition. Möglicherweise. Da noch so, Wespen. Komm, jetzt wieder dasselbe, ne? Jawohl. Klar, mal klar. Schwarze Punkte, die mich stechen. Und tatsächlich Lebensenergie abziehen. Muss jetzt auch aufpassen, dass ich mich damit nicht irgendwann mal töte. Ich bekomme das hin. Ich glaube, die waren gegen Dings schwach, aber das ist mir jetzt gerade mal erstmal so egal. Also ich wenn sie möglicherweise eventuell vielleicht K.O. und dann hat man ja praktisch schon gewonnen. Aber den Gefallen will er mir nicht tun. Ach ja, naja, was soll's. Dann greift man einfach so weiter an. Ist jetzt nicht so, als ob die noch richtig mächtig wären. Haben schon mal mehr ausgehalten, möchte ich sagen. Oh, Kurva 2.
Und was kann der jetzt? Lass mich raten. Der kann Fusion. Konfusion. Ja, hebt jeden. Jetzt, natürlich, natürlich. Warum auch früher? Eine große Echse. Ja, nehmen wir mal die Raune mit. Was haben wir noch so? Nichts. Nichts. Oh. Ah, okay. Krieg ich den auch noch an Land? Nein. Natürlich nicht. Das Spiel mag mich nicht, deswegen kriege ich das nicht an Land. Aber ich krieg die. Da war ja was! Moment. Vielleicht eher so. Und ja, ich habe mich wieder total nicht geheilt. Ich habe also eben noch was erlernt, oder? Feuerball! Ach ja, richtig. Die sind ja, glaube ich, nicht schwach, was ich habe, oder? 110 AP. Hm, kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen? Aha. Und sie sind mal wieder alle geschoppt. Ja, ach komm, machen wir nochmal Feuerball, was soll's. Stirbt er vielleicht? Ha, und tschüss. Ist geschockt. Ach nein, es ist... fällt langsam nichts mehr Dummes mit Schocks ein. Das macht mich fertig. Ja, jetzt komm, jetzt machen wir es mal platt hier. Es ist erstaunlich, wie lange manche Würmer überleben. Schwinger 2 gelernt. Tschüss jetzt. 5 EP, ach, Schwinger war ja Oder so. Ihr wisst Bescheid. Und warum sind die auf einmal alle voll geheilt? Weil ich Gruppenheilung benutzt habe, oder war irgendwas, ja. Was ist das denn? Ein Schädel. Fest eines großen. Was war's? Wer will denn bitte? Minimum mal ein Brett! Fremde Welten, fremde Sitten. Nimmst ein Brett. Ich hab ein Brett vorm Kopf. Wie witzig. Ach, Echse war's, okay. Ich wusste nicht so genau, was ich sagen wollte. Ich nehme mal die Karotte oder Moorrübe mit. Laserstrahl. Okay, das heißt also, da ging es ja sonst in keine Richtung mehr, oder? Nein, nein. Nein, 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 brav, brav. Sind die Bürger wirklich fort? Wir können das Seeloch erörtern, ohne auf Fingerlöcher zu stehen. Warum? Ich sehe das Problem nicht. Sablo, welch majestätisches Geschöpf. Ja, ja, ja! Haben wir bereits! Weiter! Also das ich doch. Ha, hab schon größere gesehen. Oh, eine Höhle. Eine Höhle. Ah, Grashalme! Grashalme! Ihr seid doch Grashalme, oder? Ja! Ich hab einen Grashalm gefunden! Ich bin reich, Baby! Ich fahr jetzt nach Las Vegas! Sag mal, oh, die Stiele ist äußerst bizarr. Hätte man erkennen, was das hier soll! Wir gehen wie spinnartig! Ein Gott, ein Wegweiser oder eine Warnung sollte vorsichtig sein. Ha! Vorsichtig! Das wäre erstmal, dass ich in dem Spiel vorsichtig bin. Oh. Dun-dun-dun. Oh. Der mag mich nicht, dieser Stein. Hab ich so. Ach, leck mich. Das ist so echt nicht nett. So, was haben wir hier so? Oh, Schieberrätsel. Wo muss ich denn hin? Ich muss da noch ganz. Ich lade dieses Mal nicht, doch nicht. Ich jedes Mal laden wir hier nie fertig. So, den können wir erstmal wegschieben, den da auch. Dann können wir den da sehr weit wegschieben. Ha, und stellen ihn erstmal da drauf. Ich bin so schlau. Tschüss. Und tschüss. So, schauen wir mal. Was
Aus den... Moment, ich muss... Ich muss aufs Klo. So, ganz einfach. Aber ich hab's wegen Umständen hier gemacht, damit's länger dauert. Und ich, keine Ahnung. Ha! Dummer Stein. Mein Fuß sagt mir, verbessert dieses Kristall, das er lassen. Wo ist? Gefühl, Nächste. Das ist kein sehr wissenschaftlicher Ratgeber, den sie da anführen. Mit vieler Frage, der nicht weiter in der Frage! Kristall bleibt! Ach, leck mich. Das hätte nicht ein bisschen früher starten können? Kein Kommentar. Ich mag's, wenn du das von hinten piekst. Ganz falsches Thema. Ich bin so gut wie tot. Und Magiepunkte habe ich auch nicht mehr so viel. Schön. Elende Eindrücke! Halt mal, Schatz, hörst du das auch? Hm. Meine, es sind deine Schatten, kleine Leibe! Und es wird lauter. Gott gütiger, es sollte schon nicht so fehlen. Sind es fest, in Angeln! Wir müssen diese Tür öffnen, wir müssen. Gut. War das hier irgendwie so mit ganz oft anklicken? Nein. Mhm. Stabile Felsen lag aus dem Grund. Oh. Jetzt verschiebe ich mich gleich erstmal. Wo muss ich denn den Felsen hinschieben? Nein. Ich bin jetzt von. Wie geht's? Ja, ich hab's natürlich jetzt total versaut. Dummes Spiel. Baut Sackgassen ein. Nehmen wir das! Hau ab! Wie geht's da an? Was ist vor, Schatz? Oh, was? Die haben die alle platt gemacht. Was auch immer da kam. Fledermäuse wahrscheinlich oder sowas. Ja, ja, komm schon. Komm. Hab ich ewig Zeit. Das funktioniert natürlich. Das gibt auch gut. Fahren geraden! Dann schnell auf den Weg geeilt. Volltreffer! Weiter geht's. Bereite mir ein bisschen Sorgen. Es weitergehen, schnell. Verblut, was ein ungewöhnlicher Artefakt. Findest du einen Spinnenhelm? Und ich lande wieder draußen. Na, schön. Weg ist dauernd verschwert! So glücklich bin ich darüber auch gar nicht. Toll. Das war ja, Kinderkacke. Spinnenhelm, Pizzacke von der Helm, fremde Bauart. Kann ich jetzt den Helm irgendjemand anders aufsetzen? Ja, die können ja eh nur die billige Ausrüstung tragen. Ah. Das sind die axtschwingenden Schildjungfern. Also stehen, Täubchen! Ach, du Ruhe bedrückt mich. Überall scheinen nur Giftungshähne zu lauern. Hammer! Welcher Zeitpunkt? Versentimental, Heimwehranfall! Hier ist alles so fremd und abweisend. Nichts ist vertraut, nichts ist. Ja! Muss zum Äußerst greifen! Zum Beruhigen! Teufchen! Hab ich ein Geschenk! Ein Geschenk? Was ist das? Hab zu Hause! Eine blichte Platte meiner selbst anfertigen lassen! Dachte mir, also! Oh, was für eine herzallerliebste Geste! Wenn ich dein Abbild am Herzen trage, ist mir gleich wohler! Sag her, Liebste! Musst du doch! Das muss ja etwas gut sein würde! Bitte sehr! Ach, der Blick dazu. Teufchen! Oh, danke, es ist hier. Wir können jetzt mal. Ja, ja. Ich drück einfach mal die Tasten ganz schnell. War das Richtige, mich auf den anderen Gedanken zu bringen? Oh ja, und wie? Ah, es gibt keine Erfahrungspunkte. Haha, da ist der Spalt. Diesen dunklen Spalt ist nicht zu erkennen. Aber ich glaube, jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht, verdammt.
Das wäre so ein schöner perverser Kommentar bestimmt gewesen mit Spalte und so, ne? Und ja, ihr wisst schon, ne? Geht plus 8, Herr Professor. Der Gestein wird begrüßig. Professor! Nichts, mein ganzer gelehrten Ehrgeiz war umsonst. Nicht ganz, für seine wackere Mut hält Professor eine XP. Das Schöne ist, man kann das, glaube ich, unendlich oft machen. Also, ich glaube zumindest nicht, dass es eine Grenze gibt. Ja, das heißt, ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen hochleveln, so auf 50 ist ja Maximum, ne? Kann nicht lang dauern, also machen wir weiter, ne? Ordentlich hochleveln. Oh. Professor! Allmächtiger, ich wurde gehörig ramponiert. Ist das zufallsbedingt, wann das passiert? Ja. Ich level mich da jetzt dann erstmal hoch. Bis jetzt beim nächsten Mal. Nein, nein. Bin ich bescheuert. Ich habe einen RPG-Maker hier. Ich kann auch einfach ein Schild aufstellen, das mir Level 50 gibt. Hier geht's nichts mehr. Halt, ich habe was. Ich hab, halt. Es ist ein Dummstängel ab. Hm. Gibt's Erfahrung, wenn ich die Kanone benutze? Hm, wir hatten doch da irgendwo einen Stein. Und Grashalme, die ich mal total übersehen habe. Und hoch und hoch und 1 und 2 und 3 und 1 und 5 und 8 und 7 und 22,2. Eine Pflanze steht dem Stein im Weg, na klar. Warum auch nicht? Leck mich, Spiel. Was soll ich dann mit dem Stein anfangen? Oh Gott. Sumpf. Doggy weg. Doggy besser. Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich weiß auch nichts. Das ist mein Motto, um Krieg zu kommen. Hm. Ist doch ein Ort nach meinem Geschmack. Viel Ruhe und einem Frosch Gift. Keine Sorge, ich weiß, wie wir an Gegenmittel gelangen. Und wie? Den Frosch hinterher. Wo ist denn der Frosch hin? Bin ich vergiftet, ja? Schnell jetzt, legen Sie an seinen Füßen. Delikat, das muss ich sagen. Wirklich praktisches Tier, sie sein eigenes Gegengift gleich mit. Ja. Haben wir das auch hinter uns? Ich lasse mich jetzt nicht nochmal vergiften. Ich hoffe, ich übersehe auch nichts. Gut, dann hätte ich hier rechts, glaube ich, links alles abgehackt. Abgehackt. Mhm. Beil, ich habe Beil. Damit hacke ich die Sache jetzt ab. Hm? Habe ich hier vielleicht noch einen Dumpfstängel übersehen? Ah, hilft mir doch einer. Ich bin so gut wie blind. Aber auch nur, wenn ich was sehe. Satz ergibt Sinn. Wie immer. Ignoriert einfach, was ich sage. Genießt das Spiel. Ich übersehe bestimmt wieder irgendwas. Irgendwas übersehe ich doch sowieso wieder. Das unglaubliche Vermögen, dass es so einfach rumliegt. Ist halt so immer so ist in Rollenspielen. Da liegen immer riesige Vermögen rum. Ja. Und so ähnlich. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und ich sehe da nochmal Grashalme. Gegen was fand ich jetzt wieder schwach? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Schön. Schnaps. was fällt denn das? Das sieht so aus, als wenn ich ziemlich vollständig alles hätte. Luft, Sprungattacken, Wasser- und Rammangriffe. Da fehlt mir noch irgendwas. Hm. Ich hoffe, ich habe keine vergessen irgendwo. Das würde mich schon ein bisschen belasten, wenn ich was vergessen hätte.
Schwinger 2, alle Gegner zielt. Ja, einfach mal Schulternahme und Stampfen, das ist immer gut. Und mal Gruppenheilung und. Keine Ahnung, was ist da effizient? Ich werfe einfach einen Feuerball, das passt schon. Hm. Schön. Ich hätte doch große Heilung, Gruppenheilung 2 machen sollen. Naja, wie auch immer. Ha! Oh, ist echt angepisst, was? Gruppenheilung 2. Jetzt habe ich gerade aufgepasst, wie viel Schaden Feuerball gemacht hat. Toll. Geht doch ohne, das ist doch gut, das ist immer gut. Na, 117, das kann man akzeptieren. Gibt nichts zu heilen, von daher. Feuerball drauf. So. Damit hat sich der Kampf erledigt. Und tschüss. Bringen wir die Sache zu einem Ende. Zu einem Ende. Zu einem Ende. Ende. Danke. Es wird langsam peinlich, wenn ich das viermal sagen muss. So, gibt es hier irgendwas, das ich übersehen könnte? Ach ja, sicher kann ich ja nicht hingehen. Da werde ich vergiftet, jawohl. Gegengift. Ich will auch bloß noch dahinter und dieses Plätzchen holen und dann ein Dumpfstängel. Wie mein Kopf, ziemlich dumpf. Und jetzt gehe ich nochmal absaufen. Absaufen. Stechen lassen, absaufen. Ja, es wird noch richtig lustig werden in diesem Sumpf. Aber ich gehe jetzt erst nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Übersehen. Wo wir wohl hin müssen? Ich weiß es nicht. Mir sind Vulkane, die ständig ausbrechen. Gibt's doch nicht. Ist schlimm. Hey, sagt dir irgendwas drin noch? Nein. Ist halt einfach da. Passt schon, ne? Gehst du weiter und so, ne? Kann ich bei dem noch irgendwas kaufen? Nein. Schön. Was können wir denn brauen? Hier Rezepte lesen. Düfte, Säfte, Alchemie. Hier ist wirklich jeder Tank enthalten. Wundsalbe, Medizin, Gegengift, Dr. Kneipp. Kraftbrühe war das, ne? Oder? Ja, nee, das war. Angriff von 3 Punkten, eine Glasflasche, Schnaps, Löwenzahn, 2 Rauneier, 1 Maron, 5 Rüben. Ja. Was soll gebraut werden? Wir wollen eine Kraftbrühe. Oh, ich hatte die Zutaten sogar. Ich hatte welche, ja. Apropos, ich könnte sie mal benutzen. Kraftbrühe. Mit Angriff um 3 Punkte. Angriff ist es bloß. Wird besser, wenn ich das für die ersten zwei bloß gebe. Dass ich mal nachdenke. Geist ist was für die beiden. Kraft was für die zwei, würde ich mal sagen. Da bin ich mir nicht sicher, wem ich das geben soll. Ich hab's mal noch auf. Ist nie verkehrt. Was macht Pilz? HP und Dauerhoffnung 5. Okay. Dann machen wir das so. Teilen wir das gerecht auf, ne? Was ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt der Pilz? Da ist der Pilz. Pilzkopf, Dummer. Eine beliebte Platte des Brachenleutnants. Ach, schön. Na, was hat man denn noch so rumliegen?
Laune und Energie, bla bla, Dose Froschwillen. Kann ich die benutzen? Okay. Brauche ich es? Soll ich mir irgendwelche Sorgen machen? Oh, du hast alle verbraucht. Tja, Pech gehabt. Später im Spiel ist deswegen sterben. Versager. So, dann gehen wir mal dahin, weswegen wir überhaupt hierher gekommen sind. Wir gehen uns ins Wasser legen. Schuhe stinken schon wieder. Und wir alle wissen, wenn die Füße stinken, dann zieht man nicht die Schuhe aus. Nein, dann wäscht man sie natürlich mit den Schuhen. Wir hören auch gleich die Schuhe mit auf zu stinken. Ist ganz klar. Logisch, ohne Ende. Ja, also... Meine Logik ist sowieso immer absolut logisch und unbestechlich und unwidersprechbar und sowieso fehlerfrei. Weiter in das Umland. Ja, bitte. Ich will in den Urwald. Der da dunkel und finster thront. Und dann will ich hier im Sumpf speichern. Vielleicht versinke ich ja bis zum nächsten Mal. Das hättet ihr wohl gerne. Ja, Mistkerle. Aber egal, das war's für die Reise mit, für die mit der, was auch immer, Reise ins All. Oh, jetzt sind wir ein Stückchen weitergekommen. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis ich auf die Erde ankomme. Wieder. Kann sich nur noch um 2 Milliarden Aufnahmefolgen handeln. Aber das ist ein anderes Thema. Ich sag auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.